Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Carne. Heute mal aus der freien Natur. Und diesmal zeige ich euch, wie man einen Rehrücken über offenem Feuer zubereitet. Und dazu gibt es ein leckeres Gemüse mit Pak Choi. Hier ist es unser Rehrücken. Wunderbares, zartes und mageres Fleisch. Schön zart und kräftig im Aroma. Wir werden das jetzt gleich einölen und von allen Seiten in der Pfanne ein bisschen anrösten, damit wir ein schönes Aroma bekommen. Dann werden wir es wieder rausnehmen und werden unser klein geschnittenes Gemüse da reinlegen. Wir werden ein bisschen Butter und ein bisschen Brühe dazugeben, ein bisschen Creme fraiche, damit wir eine schöne Soße bekommen. Und dann legen wir die Filets da wieder rein und lassen sie dann in der Soße gar ziehen. Als Gemüse haben wir heute gelbe Paprika, rote Paprika, Lauchzwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Chilischoten und dann natürlich unseren Pak Choi. Wir haben jetzt hier eine schöne Glut, das heißt, wir können die Pfanne gleich auflegen und dazu lege ich mir immer drei so Holzscheite hin. Da kommt dann die Pfanne drauf und dann steht die schön stabil und nicht direkt in der Glut. Jetzt werde ich mein Fleisch einölen und wenn die Pfanne heiß ist, werde ich das Fleisch von allen Seiten schön anrösten. Unser Fleisch sieht richtig gut aus. Die Pfanne ist sehr heiß. Ich nehme das Fleisch jetzt raus, weil wir müssen das Gemüse jetzt ja gleich reinlegen. Jetzt kommt gleich ein bisschen Butter dazu. Dann lösche ich das Ganze mit Gemüsefond ab. Und dann kommt da noch Creme fraiche rein, um die ganze Sache ein bisschen anzudicken. Dann kommen Salz und Pfeffer rein und dann legen wir den Rehrücken da rein und dann soll der in der Soße gar ziehen. Unser Fleisch hat jetzt eine Kerntemperatur von ungefähr 55 Grad. Das heißt, wir nehmen die Pfanne vom Feuer, lassen das Fleisch kurz ruhen und dann richten wir uns den Teller an und dann können wir auch endlich essen. Hier ist jetzt unser fertiger Rehrücken mit dem Gemüse. Sieht wirklich toll aus, riecht fantastisch und ich freue mich schon drauf, das gleich zu probieren. Ich hatte viel Spaß hier draußen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Gebt uns dafür einen Daumen nach oben und abonniert auch unseren Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, euer Olli von Don Carne.